الحمد لله ثم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله ورحمة وهداية للعالمين بعثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أما بعد فيا عباد الله So bitte ich Allah Azza wa Jal, dass er unsere Sünden vom letzten Jahr vergibt und dass er uns in diesem neuen Jahr, in diesem Hijri-Jahr, in unserem Monatskalender, unsere guten Taten vermehrt. Und um fortzusetzen, so werden wir heute über Leute reden, die versuchen, den Islam zu verschlechtern. Die versuchen zu zeigen, dass der Islam Extremismus ist. Menschen, Gruppen, die wir kennen und nicht kennen. Sie zeigen, dass der Islam Unterdrückung der Frauen ist. Dass der Islam extrem ist. Dass es keine Freiheit dort gibt. Und zeigen auch noch gleichzeitig auf irregeleitete Leute, damit sie sagen, das ist der Islam. Doch haben sie eines vergessen. Wir haben vergessen, dass Allah Azza wa Jal al-Asma al-Husna gehört. Ihm gehören die schönsten Namen. Ihm gehört der Name Ar-Rahman, der Al-Abama. Ibrahim a.s. als er Mekka war, sagte er, Rabbi ja'al hadha baladan amina. O Allah, lasse diesen Ort, Mekka, ein friedliches Ort sein. Warzuq ahlahu min al-thamarat, man amana minhum billahi wal yawm al-akhir. Und versorge diejenigen, die an Allah Azzawajal glauben. Allah Azzawajal hat hiermit zu dem Dua etwas hinzugefügt. وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَطَّرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ Und derjenige, der ungläubig ist, dem werde ich auch etwas geben. Und danach wird er für seinen Unglauben später يَوْمَ الْقِيَامَةِ sehen. Somit hat Allah Azzawajal hier gezeigt, dass die Barmherzigkeit für den Muslim und für den Nicht-Muslim ist. Ebenso haben sie vergessen, dass Allah Azza wa Jal Ar-Rahim ist. Der Al-Abama in dieser Welt. Ar-Rahim für die Muslime, für die Gläubigen, die an Musa a.s. geglaubt haben, die an Isa a.s. geglaubt haben, die an den Propheten sallallahu alaihi wasallam geglaubt haben, an die wird er auch barmherzig sein. Ebenso haben sie vergessen, dass der Islam Islam heißt. Denn Islam konjugiert sich auch gleichzeitig vom Wort Salam, vom Frieden. Ebenso haben sie auch vergessen, dass wir Umma des Salam sind. Dass wir die Umma, das Volk des Salam sind. Denn jedes Mal, wenn wir einen Bruder grüßen, einen Bruder sehen auf der Straße, ob wir kennen oder nicht kennen, sagen wir Assalamu alaikum. Der Frieden soll auf dir sein. Das haben sie auch vergessen. Ebenso haben sie auch vergessen, dass wir im Gebet diese Namen, diese Wörter auch benutzen. Jedes Mal, wenn wir die Fatiha lesen möchten, sagen wir Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Al-Abamas, des Al-Barmherzigen. Das alles haben sie vergessen. Wie kann ein Volk extrem sein, Unterdrückung der Frauen sein, nicht Freiheit geben und sie haben diese Eigenschaften. Und diese Wörter werden ständig, täglich, mehrmals benutzt. Das alles haben sie vergessen. Die Barmherzigkeit Allah Azza wa Jal sehen wir jetzt auch in diesem Hadith und ich bitte, dass ihr richtig zuhört. Musa a.s. sagte eines, Ya Rabb, du hast Adam a.s. mit deinen Händen erschaffen. Du hast von deinem Geist eingehaucht. Du hast die Malaika, die Engel dazu gebracht, dass sie sich für ihn niederwerfen. Du hast ihn ins Paradies eintreten lassen. Du hast ihm sogar vergeben. Womit konnte er, mit welcher Sache konnte er das alles gedanken? Er sagte, Ya Musa, O Moses, es reicht aus, dass Adam a.s. Alhamdulillahi Rabbil Alamin gesagt hat. Der Dank, der Lob gehört allein Allah Azza wa Jalla dem Herrscher. Ebenso sagte er dann Musa a.s. Ya Rabb. Ya Rabb, was sagst du, wenn dein Diener beugend vor dir steht und sagt, Ya Rabb. Was ist, wenn dein Diener beugend steht und sagt, O mein Herr,
Was wirst du ihm antworten? Und Allah sagte, ich sage ihm, Labbaik. Ich höre dir zu, mein Diener. Musa sagte, Ja Rab, was sagst du, wenn er Sujud macht, wenn er sich niederwerft und Ja Rabbi sagt? Wenn er sich niederwerft und mein Herr sagt. Allah sagte, ich sage Labbaik. Ich höre dir zu, mein Diener. Daraufhin sagte Musa a.s. Und was sagst du für einen, der gerade sündigt und in dieser Sünde Ja Rab sagt? Dann sage ich ihm, Labbaik, Labbaik, Labbaik. Ich höre dir zu, mein Diener. Ich höre dir zu, mein Diener. Ich höre dir zu, mein Diener. Das ist die Barmherzigkeit Allah a.s. die er uns lehrt, damit wir genauso Ummat al-Rahman sind. Ummat al-Rahman sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ebenso, weißt du, Rahmatan lil alamin. Ich wurde für die Barmherzigkeit der Menschheit gesandt. Somit sollen wir auch versuchen, dass wir genauso diese Eigenschaften den Menschen zeigen. Dass wir diese Eigenschaften in uns haben und wenn wir auf der Straße sind, genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschrieben worden ist, dass, wie war er auf der Straße, sagte man, kana Qur'anan yamshi 'ala al-ard. Er war ein Koran, der auf der Erde gelaufen ist. So müssen wir auch mit Barmherzigkeit auf dieser Erde laufen. Für diejenigen, die noch Fragen haben, wie können wir diese Rahme, wie können wir diese Rahme noch zeigen? Somit will ich diese Khutbah mit einem Hadith beenden. Ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da sagte er, Ya Rasulullah, O Gesandter Allahs, was ist die beste Tat im Islam? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fügte hinzu, an tut'im at-ta'am, dass du die Gäste speist. Wa an tafshu as-salam wa an tuqri as-salam ala man arad wa man lam ta'ad. Dass du die grüßt, die du kennst und die du nicht kennst. Somit bitte ich meine lieben Geschwister und Brüder, dass bevor wir aus dieser Moschee gehen, dass wir, egal ob wir jemanden kennen oder nicht kennen, fünf Menschen, fünf Brüder grüßen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم ويا فوز المستغفرين.